So. Willkommen beim Wetter. Ja, willkommen zu einem neuen Wer bist du, was machst du? Heute endlich mal mit Michael. Und ja, an der Stelle frage ich dann einfach mal, wer bist du, was machst du, warum bist du hier, wie bist du hierher gekommen? Fangen wir gleich an, Bram. Ich bin mit einem Roller hergekommen, mit einem E-Scooter. Mein Name ist Michael und was mache ich hier? Ich bin aktuell die Card Market Fee. Das war vorher Jessys Main Job, aber Jesse ist ja beurlaubt. Liebe Grüße, Jesse. Und ja, meine Hauptarbeit ist Card Market. Sprich, alle unsere Bestellungen verschicken, die Bestellungen picken, gucken, dass Card Market läuft, gucken, dass das Terminal läuft. Wir haben ja noch in-store ein Terminal, wo die Leute sich Einzelkarten halt eben aussuchen können. Und wir haben keine Ahnung, irgendwie 1 Million Karten, 2 Millionen Karten online. War das auch dein Standardjob Deswegen. bevor das jetzt mit Jesse oder machst du das jetzt Nee, für Jesse? ich mache das jetzt quasi als Ersatz für Jesse. Vorher habe ich mich hauptsächlich um den Ankauf gekümmert. Sprich, immer wenn wir Karten bekommen, tun ich und Aaron und ich, uns um die Karten kümmern. Das heißt, Kartengrading, Kartensleeven, bestickern, becoden, online Ach stellen, so, sortieren und sowas. Das war dann unsere Arbeit. Das macht jetzt aktuell Aaron zu einem Großteil allein. Ich helfe ihm zwar noch, die Bestellung oft fertig zu machen, aber Augenmerk liegt aktuell eben auf Card Market, ja. Und wie bist du hierher gekommen? Seit wann bist du schon hier beim Battle Bear? Wie hast du überhaupt zu diesem Job gefunden eigentlich? Seit wann bin ich hier? Jetzt ungefähr ein Jahr. Also ich habe jetzt Einjähriges im Battle Bear. Erst? Ja, letztes Jahr bin ich zum Battle Bear gekommen. Wie bin ich hierher gekommen? Ich war ganz normal Kunde. Also ich war seit Battle Bear 1 Kunde, also seit dem allerersten. Battle Bear 1. Das ist ja der dritte. Der Ja, dritte? hinter Müller, Echt? das ist der zweite. Der erste war Benzino Ring. Ach Da war so. so ein ganz Okay, kleiner das wusste ich Laden. nicht. Das heißt, ich war Kunde erst und habe da auch erst angefangen wieder mit Yu-Gi-Oh!, weil ich einfach wieder Lust drauf hatte. Sprich, ich war ewig lang Kunde. Und vor einem Jahr hat sich es gerade so ergeben, dass ich gegangen worden bin. Nein, also das halt. Gegangen Also worden. ich hatte einen Job, aber ich hatte keine Lust auf den Job, sagen wir es Ja, mal du wurdest so. befördert zum Kunden. Nee, ich hab tatsächlich gekündigt. Okay. Ich habe tatsächlich gekündigt, beziehungsweise ich wollte kündigen und habe hier dann mitbekommen, dass sie noch einen Mensch suchen, explizit für Yu-Gi-Oh!, also Ein einfach Mensch. ein Mensch, Ein ein Yu-Gi-Oh! Wesen Mensch. für Yu-Gi-Oh!, also jemand, der sich einfach mit Yu-Gi-Oh! Auch ein bisschen auskennt, vielleicht das Spiel selbst spielt und sich auch um die Turniere kümmert und sonstiges. Und dann habe ich es einfach angeboten, weil ich meinte, hey, ihr kennt mich seit 2 Jahren oder so, ich komme hier gefühlt jede Woche hin. Guckt mir selbst auch gerne den Markt an, also Card Market im Sinne von, welche Karten steigen, welche sind am Sinken und guck ja gerne auch in dem Bereich und interessiere mich da auch für und bin generell kartenaffin, würde ich behaupten. Und dann hat das einfach geklappt, weil der Danny mich noch von damals kannte, also der kannte mich tatsächlich von Karateunterricht noch Ja, stimmt. und hat gemeint, er hat mich damals immer weggetreten, dann kann er das jetzt auch auf der Arbeit. Spaß beiseite, aber also er hat dann mit Danny, Danny hat dann mit Ramon gesprochen und dann hat das geklappt. Ja, dann habe ich gekündigt und bin hier rüber. Also jetzt bin ich Krass. knapp ein Jahr da, aber im Grunde genommen, also klar habe ich meine festen Sachen, die ich mache, aber im Grunde genommen Mädchen für alles. Also wenn dann der Ka aber das macht ja auch jeder hier. Ja. Also wenn an der Kasse jemand gebraucht wird, helfe ich dann auch an der Kasse und verkaufe was. Wenn Turniere sind abends, dann tue ich die Turniere begleiten und führen. Card Market, also es ist alles irgendwie ein Richtig bisschen Multitasking. dabei. Ja, aber das musst du hier auch. Also, Ja. Nee, aber das macht dein jeder. Main-Job ist ja jetzt momentan Cardmarkt. Wie funktioniert das? Was macht man da? Was Also, wir haben einen tust du? Card Market Account, der heißt BattleBear TCG. Könnt ihr auch bei Card Market suchen in der Benutzersuche. Und da haben wir verschiedene TCGs, verschiedene Spiele. Wir haben einmal, also die drei großen halt natürlich, Dragon Ball wollte ich sagen. Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh!, Pokémon Magic und und Pokémon. genau. Wir haben auch Force of Will Karten online und ein paar andere Spiele. Ich weiß nicht, ob wir Digimon schon online haben, aber auf jeden Fall haben wir halt auch andere Kartenspiele online. Und im Grunde genommen ist es so, ich komme morgens zur Arbeit, schaue mir an, wie viele Bestellungen wir haben. Jetzt war es am Montag, waren es über 80, weil vom Wochenende eben viele Bestellungen sich gesammelt haben. Dann sieht man die verschiedenen Bestellungen, dann kann man auf Einzelkarten drücken, dann sieht man nicht die Bestellung, sondern einfach alle Karten, die bestellt worden sind und pickt die. Pickt die meistens Spiele spezifisch. Sprich, ich scroll dann ganz unten. Unten ist meistens Yu-Gi-Oh!, weil es die wenigsten Karten sind, die bestellt werden, tatsächlich einfach mengenmäßig. Aber Dann okay.
picke ich die ganzen Yu-Gi-Oh!-Karten, stelle sie auf den Stapel, dann picke ich alle Pokémon-Karten, stelle sie auf den Stapel und dann picke ich alle Magic-Karten und stelle sie auf den Stapel. Und dann gehe ich halt Bestellung für Bestellung durch und sortiere die Karten in die Bestellung und versende sie. Das Besondere bei uns ist eben, dass wir ja ein eigenes System haben, bei dem teurere Karten einen Code haben. Das heißt, jede Bestellung muss in unserem System, also viele andere sehen einfach nur die Karten, okay, der hat Karte X, Y und Z bestellt, packt sie in eine Tüte und Ach versendet sie. so, okay. Wir müssen die Bestellung noch in unserem System abhaken. Sprich, wenn es eine Karte ist, die einen sehr geringen Wert hat, dann muss ich nur einen Haken setzen. Und wenn es eine teurere Karte ist, will er einen Code von mir, dann scanne ich die Karte ab. Das Ding ist aber, dass wenn du die Karte abscannst oder abhakst, dass du dir sicher sein kannst, dass du die auch wirklich bearbeitet hast. Dann entstehen halt nicht so viele Fehler im Sinne von, okay, der hat jetzt vielleicht 34 Karten bestellt und ich habe nur 32 geschickt, weil ich zwei vergessen habe, weil die Ach irgendwo so. runtergerutscht sind. Wenn ich sie nochmal physisch irgendwo anklicken muss oder abscannen muss, dann hast du ja diesen Dann ist Beweis auch für dich quasi so eine selbst. Versicherung quasi Ja, so. also ich Das finde, wurde gemacht. ja. Wenn es fehlt, waren wir nicht. Naja, wenn jemand jetzt sagen würde, Karte XY fehlt, sind wir auch immer noch cool und schicken die nach, gerade wenn es eine günstige Karte ist. Also wenn es jetzt keine 100-Euro-Karte ist und wir uns und auch mal Fehler passieren können, wenn es irgendwie eine 20-Cent-Karte ist, dann wird die trotzdem nachgeschickt. Aber ja, dann gehe ich alle Bestellungen durch und im Laufe des Tages kommen immer wieder mal neue rein. Das heißt, ich mache meistens zwei Pick-Vorgänge, also einmal morgens und einmal dann mittags oder nachmittags. Und wenn alle Bestellungen fertig sind, helfe ich meistens, Karten online zu stellen. Also einfach nur quasi, wenn der Aaron jetzt 4, 5 Ankäufe an dem Tag gemacht hat, dann sind die ja meistens noch nicht fertig, aber die 4, 5 Ankäufe von den Tagen davor wurden schon abgeholt, also das Geld wurde abgeholt etc. Und dann liegen die Karten da ready, dann nehme ich die Karten, sleeve sie in neue Penny Sleeves, besticker sie mit einem Code hinten dran, also wenn sie teuer sind und sie werden halt gegradet im Sinne von, sie kriegen so einen kleinen Sticker vorne dran. Blau wären hier Mint, weiß ist excellent, gelb ist gut, also da haben wir halt auch so eine Skala. Und dann werden die halt bestickert, becodet und wegräumt. Und das kostet natürlich auch immer sehr viel Zeit, gerade wenn halt viele Ankäufe sind. Deswegen, die Leute wissen meistens nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil wir uns die Arbeit machen. Also andere Läden machen das, glaube ich, nicht mit jede Karte becoden. Bestickern bestimmt, also dass die wissen, welches Grading das hat und sowas. Aber wir haben einfach ein paar extra Schritte, weil wir selbst ein System entwickeln, beziehungsweise Ramon ja selbst ein System entwickelt komplett. Und ja, das sind einfach dann immer so ein paar extra Schritte. Das ist ja auch fast schon ein Muss bei uns, weil bei uns im Lager sind Millionen von Karten. Und es werden immer mehr. Da Also. jetzt nicht irgendwie Fehler zu machen oder durcheinander zu kommen, da muss schon ein gutes System dahinter sein, das Ja, stimmt. es, also es kommt natürlich auch immer wieder mal vor, dass du halt mal eine Karte falsch pickst oder dass die Sprache nicht stimmt, weil der heißt, keine Ahnung, Gunda Dragon. Und dann liest du einfach nur Gunda und denkst dir, okay, das ist er, aber dann war es ja Gunda Drache. Und dann Ach hast du die so, falsche, ja. weißt du, so, also das passiert natürlich, aber das System ist sehr, sehr gut, um solche Fehler eigentlich zu minimieren, wenn man sehr wenn man sehr aufmerksam die Sachen pickt. Aber, also wie, du wirst es ja wahrscheinlich einblenden, man sieht ja, also diese sechs Schubladen zum Beispiel, wo du mich gefilmt hast, das war alles ein Set. Das waren sechs Schubladen, das war alles nur ein Set. Ja, Commander Legends. für die, die es gerade gesehen haben, wir blenden es jetzt mal kurz ein, was ihr da gerade seht, ist, sind die ganzen Regale, die wir haben für verschiedene Sets von Karten und verschiedene auch Kartenspiele. Die sind alle sortiert nach Sprache und zu welchem Set die gehören und zu welchem Spiel die gehören. Und ja, von den Regalen haben wir ein paar. Deswegen, und Commander Legends war halt oben Deutsch, unten Englisch. Und da Commander Legends auch ein Set ist mit 500 Karten oder sowas, brauchst du halt mehrere Schubladen. Und in jeder Schublade sind dann zwei 4000er Boxen drin. Also da ist schon einiges. Und dann pickst du halt die Karten aus dem Set. Aber legst dir halt, wenn du da einmal nicht drauf achtest, okay, Also die eine von diesen Nummer Weisen. 218. Und dann pickst du die 218 bei den Englischen, Aber weil du eine gerade drin von warst. diesen Weisen Vierecken, wo die Karten drin sind, da sind dann 4000 drin. Da passen 4000 rein. Natürlich ist nicht jede komplett voll, so Ja, nach dem aber. Motto. Aber in jeder Box sind bestimmt 2000-3000 Karten mindestens drin, weil sonst wären die auch Also zu wer es leer. gerade gesehen hat, von denen haben wir ein paar. Deswegen, also man sucht sich manchmal ein bisschen einen Wolf, weil es halt eben so viele Karten sind und so viele verschiedene Sets gibt, besonders bei Magic. Aber es geht. Ja, Alles gut. Übungssache. Nachdem du fertig bist mit Scannen, abhaken, dass die gepickt worden sind, kommen die einfach nur in den Umschlag und. Nee, das wirst du wahrscheinlich auch einblenden. Also wir haben ein bestimmtes Packsystem. Die Karten kommen zuerst mit
mit unserer kleinen, wie nennt man das denn, mit unserer Karte. Postkarte? Nee, nicht Postkarte, sondern Visitenkarte, genau. Die Ah. Visitenkarte kommt dazu zu den Karten, dann kommen die Karten in einen Beutel, der wird zugeklebt und dieser Beutel wird dann eben auf unserer Postkarte festgeklebt, an einer Seite aber auch nur, damit man die so abheben kann, also damit man auch es abheben kann und trotzdem noch lesen kann, was da steht. Weil auf der rechten Seite steht nichts, deswegen klebe ich lieber nur rechts. Und wenn du es abziehst und rechts was kaputt geht, ist es egal, du kannst den Text links immer noch lesen. Da ist einfach nur so ein, was heißt Standardtext, aber so ein Qualitätstext drauf, im Sinne von, wenn irgendwas mit der Bestellung nicht stimmt, dass man sich doch bitte melden soll. Ah, Und dass sie erst, okay. wenn sie 100% zufrieden sind, sozusagen die Bestellung auch wirklich beendet ist. Dann kommt es in unseren Briefumschlag, wird also zugeklebt. Und wir haben ein Programm, JTL nennt sich das. Da tippst du dann halt die WS-Nummer ein, also unsere WS-Nummer von, also unsere Auftragsnummer. Und dann spuckst du dir sofort den Auftrag aus und den tust du dann ausdrucken. Im Sinne von, entweder ist es ein Standardbrief, Kompaktbrief, ist es einer Ah, mit das sind Sendungsnummer die oder Dinger, die immer. kommt ein Okay. Paket raus, also dass es ein Paket ist und dann kommt ein großes Also das ist der Label und Sticker, der aus dem sowas. Drucker da Genau, und rauskommt, den den klebst du man. dann einfach Ah, okay. auf den Umschlag und dann bist du eigentlich fertig? Und dann bringe ich meistens so gegen 14, 15 Uhr die Post rüber. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Jeden Ja, gut, Tag. damit die dann Also, halt auch so schnell wie damit die an möglich dem Tag ankommen. auch wirklich rausgehen, die Ja. ich gemacht habe. Natürlich mache ich danach noch ein paar Briefe, aber die werden dann einfach am nächsten Tag zur Post gebracht. Also, weil ich bin ja meistens 9 bis 7, 9 bis 17:30 Uhr da. Und wenn du dann 14 Uhr zur Post, also ich bringe es 14, 15 Uhr zur Post, weil ich genau weiß, zwischen 15 und 16 Uhr holt der Postmann es ab bei dieser Packstation. Und das macht er halt nur einmal am Tag. Also bringe ich es meistens so kurz davor dort rüber. Und der Rest wird dann halt am nächsten Tag verschickt, ja. Ah ja, cool. Da habt ihr es gehört. So funktioniert das bei dem Card Market. An der Stelle vielen Dank. Bitte, War bitte. auf jeden Fall cool, mal zu hören, wie das alles so funktioniert. Wahrscheinlich für euch auch ein bisschen interessanter, mal zu wissen, wie die Karten auch jetzt bei euch ankommen. Also wir geben uns sehr viel Mühe daran, dass die sicher und unbeschädigt bei euch ankommen Ja, mit Karten. wir kriegen echt oft Lob über Card Market Da wegen hört der ihr es. Verpackung, weil die halt wirklich, gerade wenn es zum Beispiel eine teure Karte ist, packe ich sie auch in den Top-Loader und dann erst in diese Tüte und dann ist sie wirklich dreifach, vierfach geschützt. Das ist wirklich so eine Sache. Wenn ich mir teure Karten bestellen würde, würde ich mich auch freuen, wenn die so ankommen und nicht einfach zwischen zwei Blättern oder, habe ich auch schon gesehen, zwischen zwei Stücken Pappe einfach und dann einen Briefumschlag Aber da habt ihr es. losgeschickt. Wer sich jetzt Karten kaufen will und dann vielleicht eine von Michael zugesendet bekommen haben will, kann das jetzt demnächst machen und. Schreibt einfach über Card Market, über den Chat, dass ihr noch eine Unterschrift haben wollt. Dann kriegt ihr noch ein Autogramm, Ein ist kein Autogramm Problem. von Michael. Auf der Karte mit Okay. Edding. 100 Euro Glurak. Sehr gut. Machen Erstmal wir. Auf angeschrieben. jeden Fall. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten. Wer bist du? Was machst du? Ciao. Ciao, ciao.